Hallo. Am 7. Oktober wird Sanft schläft der Tod ausgestrahlt. Wisst ihr noch, der wievielte Krimi das für euch ist? Ihr seid ja Experten fast. Also ich glaube, es ist ja gar kein Krimi, es ist ja eigentlich eher ein Thriller, oder? Also, aber, oh Gott. Ja, so, eher so ein Krimi-Thriller, ja. Thriller-Krimi. Heißt es, dass wir ganz viel Krimis machen? So, was ich so in der Biografie bei euch gelesen habe, ja. Wurde ich auch gerade schon mal gefragt. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kann mich gar nicht so an so viele Krimis erinnern. Ich meine, Tatort ab und zu mal oder so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viele Krimis mache. Klar, ja, Schimanski, Letzte Spur Berlin, habt ihr beide gemacht, glaube ich, ne? Du hast es auch gemacht? Du hast das gemacht? Oh. Nein, nee, klar, man macht natürlich, wenn man fürs Deutsche... Klar, also wenn man fürs deutsche Fernsehen arbeitet, macht man natürlich den ein oder anderen Krimi. Das ist irgendwie in der Fernsehlandschaft einfach so verankert. Sonst würde man irgendwie Schwierigkeiten haben, irgendwann seine Familie zu ernähren. Ja, es ist eine Krimi-Landschaft, absolut. Aber ich fand diesen jetzt eigentlich tatsächlich, der dann eigentlich so von der Geschichte ein bisschen rausfällt. Für mich war es auf jeden Fall der erste Thriller. Ich finde das so schwer auszusprechen. Ich finde es auch, dass es... Thriller, das ist, deswegen sage ich lieber Krimi. Also es war ein Krimi. Was hat euch an dem Film gereizt? War es die Geschichte? War es eben, dass es eben kein normaler Krimi ist? Oder eure Zusammenarbeit? Es ist nämlich kein normaler Krimi. Genau, das hat mich total, also mich persönlich hat in erster Linie das Buch gereizt und natürlich die Aussicht, mit Marco Kreuzpaintner zu drehen, den ich wahnsinnig schätze, schon seit Mitte der 90er Jahre eigentlich, seit seinen Kurzfilmen. Ich mag den einfach unheimlich gerne. Und als dann das Buch auf den Tisch kam und dann sozusagen klar war, wer da alles mitspielt, nicht nur die bezaubernde Marleen, sondern eben auch Manfred Zapatka, Matthias Brandt und Bernhard Schulz. Und das, ich könnte jetzt Christina Große, man kann eigentlich jetzt weiter aufzählen. Es ist einfach, da gibt es dann irgendwann keine Überlegung mehr, da will man dabei sein. Und wie war es bei dir? Für mich war es ähnlich, also ich weiß, es war so ein bisschen wie ein Geschenk, dieses Buch, als es kam. Also mein Agent rief mich an und meinte, mach mal deine E-Mail auf, und dann war dieses Buch da. Und ich kannte Holger Carsten Schmidt ja schon von anderen Projekten, wir haben schon mehrfach zusammengearbeitet und ich finde generell, was er schreibt, meistens sehr, sehr gut. Und da war ich schon sehr, sehr erfreut, und dann habe ich gehört, auch genau, wer da alles mitspielt, und habe ich das Buch gelesen, und danach war für mich klar, dass ich das unbedingt machen möchte, weil ich finde die Figur so stark, also eigentlich eine Frau, die so sich auf ihren Urlaub freut, eine Ehefrau, zwei Kinder, die wollen einfach mal Pause machen, und dann wird sie auf einmal in so eine Extremsituation geworfen, und auf einmal ist alles so angeschaltet bei ihr und sie handelt instinktiv und ist, also macht auf einmal so eine Riesenwandlung durch und entwickelt sich da zu so einer Löwenmutter, und das fand ich ganz toll. Und da war ich sehr dankbar, auch mal so eine tolle, starke Frauenfigur verkörpern zu dürfen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Ihr spielt ja ein Paar, deren Kinder gleich zu Anfang entführt werden. Habt ihr euch da speziell darauf vorbereitet? Habt ihr überlegt, wie ihr selber in so einer Situation reagieren würdet? Ich finde es schwierig, weil, also, oder ich fand es schwierig, weil meine Kinder speziell jetzt tatsächlich genau in dem Spielalter sind, wie die Kinder, die in dem Film entführt werden. Und natürlich liegt die Vermutung nahe, dass man, oder liegt es nahe, dass man sich die Emotionen sozusagen aus der Vorstellung herausholt, wie es wäre, wenn es die eigenen Kinder wären. Das wollte ich mir aber irgendwie verbieten, weil ich das irgendwie, das ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man ständig am Drehort über die eigenen Kinder nachdenkt und wie würde ich jetzt reagieren, wenn das jetzt mein Kleiner wäre und so. Das ist aber schwierig, weil sich dieser Gedanke, obwohl man ihn nicht will, sich trotzdem ständig vom Hinterkopf irgendwie in den Vorderkopf drängt. Und da fühlt man sich irgendwie blöd und eklig und will das irgendwie nicht. Es ist schwer, man nimmt es auch abends mit ins Hotelzimmer, und ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall in der Zeit eine wahnsinnig innige Beziehung zu meinen Kindern hatte, die allerdings nicht vor Ort waren. Aber das lässt einen nicht los, dann auch nach Drehschluss. Der Entführer verlangt von der Mutter der Kinder, dass sie sich zwischen den beiden entscheiden soll, welches Kind sie retten will. Hast du mal überlegt, wie du in so einer Situation reagieren würdest? Wir wollen ja jetzt nicht verraten, wie es ausgeht, aber vielleicht aus deiner persönlichen Sicht? Das ist tatsächlich natürlich ein bisschen weit hergeholt, wäre es, weil ich ja noch, also weder ein, also noch zwei Kinder habe, und deswegen diese Vorstellung recht abstrakt ist. Aber generell ist es natürlich,
eigentlich so eine ganz klassische Geschichte, die da erzählt wird. Ich musste an den kaukasischen Kreidekreis eben denken und ich finde es beeindruckend, wie klar sie eigentlich die Regeln dieses Serientäters aushebelt, indem sie eigentlich nichts anderes tut, als sich an die Spielregeln zu halten, die er aufgestellt hat. Und dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, immer einen anderen Weg zu finden, immer anders zu denken. Und dass, wenn Sie mir die Frage so stellen, würde ich auch versuchen. Es gibt da noch mehrere Wege, wie man aus dieser Situation rauskommen kann. Und das finde ich sehr smart. Es geht ja eben nicht nur in dem Krimi um diese Entführung. Ihr habt es ja auch schon angesprochen, es ist ja kein reiner Krimi. Es geht ja auch um Familie, Zusammenhalt, Betrug und viele andere Themen. Was würdet ihr sagen, ist das Wesentliche dieses Films? Worauf spielt der Film an oder was vermittelt er den Zuschauern? Außer dieser reinen Entführungsgeschichte jetzt. Das ist ja eigentlich eure, also naja, es werden, wie Sie gerade schon gesagt haben, ja mehrere Themen angesprochen. Eben Vertrauen oder eben Missbrauch des Vertrauens, versuchen sich etwas Neues aufzubauen, was aber dann eben auf einer Lüge passiert, was sich eigentlich, was anfängt in der Beziehung zwischen Vater und Sohn, was sich dann in die Ehe reinträgt, weil dort ja auch keine Ehrlichkeit eigentlich herrscht und dass eigentlich so eine Tür für dieses Böse, für diese Spiele, die dieser Serientäter spielt, geöffnet wird, dadurch, dass auf einmal der Korn des der Samen des Misstrauens auf einmal so zwischen uns liegt. Sonst könnte man sich ja viel früher vielleicht auch anders kommunizieren. Oder es ist auf jeden Fall wie so ein Nebel, der sich auf einmal über diese Familie legt. Also wo man nicht mehr genau weiß, wo man sich hier gerade befindet. Wo man denkt, vorher war doch alles glasklar und wir machen Urlaub und wir sind alle auf dem gleichen Stand. Und auf einmal verliert man sich. Es geht ja auch um diese Vater-Sohn-Geschichte so ein bisschen und auch DDR-Vergangenheit. Wie wichtig ist das für den Film? Na, der Manfred Zapatka, der meinen Vater spielt, der hat es vorhin in einem Interview tatsächlich einfach so aufgezählt, worum es alles in diesem Film geht. Und er hörte nicht auf, aufzuzählen, was es für immense Themen sind, wirklich die auch gerade literarisch, also die eigentlich immer behandelt werden, ob Vertrauen, Verrat, Schuld, Sühne, Eifersucht, es ist, wo ich ihn dann irgendwann angucke und dachte, das ist alles in dem Film? Ja, es ist alles in diesem Film und deshalb ist dieser Film tatsächlich auch ein bisschen länger als übliche 90 Minuten und der Film schafft es wirklich auf unglaubliche Art und Weise, all diese massiven Themen in einem Film zu bündeln. Und deshalb glaube ich, so wie wir es zumindest jetzt erlebt haben auf den Festivalvorführungen, ist der Zuschauer danach sprachlos und wirklich außer Atem. Und ja, Punkt. Was war vielleicht das Unheimlichste, gerade für dich, Marleen? War das diese Dreh in diesem verlassenen Heim? In den Beelitz-Heilstätten, ja. Das war schon sehr drücken tatsächlich. Ach, es gab eigentlich mehrere Situationen. Wie eben gesagt, das Telefonat hatte schon was sehr, sehr Bedrückendes, dass man einfach weiß, das Böse ist jetzt irgendwo hier ganz, ganz nah. Und man spürt es quasi. Und ja, Beelitz-Heilstätten bringt an sich schon so viel mit. Das ist ja auch ein Motiv, was, glaube ich, oft genutzt wurde schon für Filmarbeiten und man sieht die Spuren von irgendwelchen Horrorfilmen, wenn man dann auch durchgeht, irgendwelche Blutspuren und man denkt, okay, ja, das ist ein spezieller Ort. Ich finde ja auch diesen Keller gerade, wenn sie die Kinder findet. Ja, das war schon sehr bedrückend. Wir haben da auch einige Tage und Nächte uns um die Ohren gehauen und ja, war intensiv und ist dann auch gut weiterzuziehen danach. Gut, wir wollen ja nicht alles verraten über den Film, die Leute sollen sich den ja auch noch angucken. Vielleicht könnt ihr uns aber was verraten über eure Pläne, wo die Leute, die Fans euch vielleicht in Zukunft noch sehen können. Gibt es schon Projekte, die ihr verraten könnt? Ja, wir haben gerade tatsächlich wieder gemeinsam in einem Film gespielt, wobei wir uns da gar nicht getroffen haben, also nicht gar wirklich. Gar nicht treffen konnten, weil nee. Ich nämlich ihren Vater spiele. Oh. Genau, da geht es, das ist
kann man sagen, ein romantischer Märchenfilm über die Geschichte Berlins und die Persönlichkeiten. Und das ist ein kleines Fernsehspiel, das haben wir gerade abgedreht und der wird nächstes Jahr in die Kinos kommen. Der heißt, also der Arbeitstitel ist Story of Berlin. Ah ja. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch noch viel Glück bei allen anderen Projekten, die in Zukunft anstehen. Vielen Dank. Dankeschön, ebenso.